Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Mundaun. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge hier den Berg erkundet, beziehungsweise nicht wirklich erkundet. Wir sind erstmal angekommen mit der Seilbahn und haben jetzt die Quest, die Brücke zum Berg untersuchen und die gute Allegria auch hier hinauf zu befördern. Zungenbrecher. Es ist tatsächlich bisher bei dem einen Soldaten geblieben. Ich vermute aber, dass das nicht so bleiben wird. Oh, ich würde ganz Schlitten fahren. Och komm. Ein bisschen Zeit ist doch noch. Allegria würde sich bestimmt auch freuen. Oh, haben wir einen Schlüssel hierfür? Wir haben ja zumindest viele, jawohl. Schloss direkt zerbrochen dadurch. Okay, Bierchen würde ich auch nehmen. Was haben wir denn jetzt? Maximale Gesundheit permanent erhöht. Da sehen wir es. Sehr cool. Ein Stück von einem Gemälde. Ich glaube, das Vieh war auf diesen komischen Scheiben drauf, die wir drehen konnten. Der böse Schneemann. Was es mit den Scheiben auf sich hat, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ah, das finden wir schon noch raus, da bin ich zuversichtlich. Wir haben wieder einen bösen Schneemann. Kann natürlich sein, dass die Soldaten vielleicht zuerst auf den Schneemann schießen, weil auf dem Bild eben waren ja auch Soldaten. Bisher haben die Schneemannsfiguren, oder nicht die Schneemann, sondern die Figuren, die wir aufstellen konnten, ja immer die Gegner abgelenkt. Dort ist die Brücke, da sollen wir hin, aber es geht auch noch hier hoch. Und hier wieder in eine Höhle rein. Also lasst uns erstmal hier schauen. Hallo? Nicht, dass wir wieder direkt einen auf den Kopf kriegen. Noch ein Schlüssel und Patronen. Ansonsten nicht viel. Bilder habe ich ja auch noch nicht gesehen, von wegen Aussichtspunkt, aber vielleicht kommt ja hier oben einer. Aber Soldaten sehe ich auf jeden Fall nicht weiter. Und wir sind schon kurz vor dem Gipfel. Okay, hier geht es nicht weiter. Aber wir haben eine Bank. Können wir uns noch hinsetzen? Nee, die ist leider nicht dafür gedacht. Da unten sind wir hergekommen. Na gut, da müssen wir anscheinend zur Brücke. Dort raucht es aus dem Berg. Mal schauen, was uns da Schönes erwartet. Aber gegnertechnisch bisher wirklich das freundlichste Gebiet. Aber mal gucken, wird bestimmt auch nochmal Nacht. Was ist das für ein Schatten? Das ist nur von da oben, ne? Gut, sieht nicht unbedingt so aus, als ob da noch was wäre. Da haben wir einen Soldat. Weiß nicht, ob der uns mitteilen soll, dass wir da einmal vorbeigucken sollten. Hüttenverleih. Ich glaube halt, durch den Nebel können wir eh nicht laufen, oder durch die Wolken besser gesagt. Allerdings wäre halt da hinten der Aussichtspunkt. Na gut, bevor wir hier auf die Brücke gehen, schauen wir doch nochmal, ob wir dort was erreichen können. Ui, naja, wenigstens eine kleine Schlittenfahrt. Was haben wir hier? Lawinengefahr? Nee, Runterfallgefahr. K
Könnten wir doch von hier schon treffen, oder? Also ein Kopfschuss wird's nicht. Ui. Huch. Drücke mal R für Nachladen. Das hat sich doch mal gelohnt. Ein Schuss und er ist direkt hier runtergestürzt. Ah, okay. Lass mich weiter. Nee, das möchte das Spiel nicht. Na gut. Sag das nochmal. Ja, hör auf, bevor wir hier runterfallen. Lassen wir das lieber sein. Also doch hoch zur Brücke. Oder wir gucken nochmal, was hier raucht. Vielleicht ist hier darunter das Gefängnis vom alten Herrn. Oder vom alten Mann. Würde zumindest dieses komische Gebilde hier etwas erklären. Weiter kommen wir leider nicht ran. Okay. Na gut, dann machen wir uns zur Brücke. Was ist das? Soll das auch eine Geist sein? Das ist wieder die Ach doch, das ist die Kopflose. Alles klar, jetzt erkenne ich es erst. Entschuldigung. Wir haben deinen Kopf dabei. Ja, meine Kleine. Guck mal. Da musst du hingucken. Walter, ma quinta dalla porta. Curcia tu, ma schmanai na vopro el. E se a truppa ti l'han costruita durante la guerra sco protezione d'urgenza. Hai l'era quintau co quinzarvella? Is dovren cot da trais fuor mas. Scena in clettin andret, scise il co giovani col sudà ha serpentini. In quel caso si finiu. I danni gine via d'un fla ha Magara dai stessi una. C'è due o fa? Piglia, mia brunzina. Hallo, Allegria. Achso, Entschuldigung. Habe ich verstanden. Nee, geh mal wieder raus aus dem Inventar. Guai, feine. Wir sollen die Glocke nehmen. Der dreistellige Code werden wahrscheinlich die Scheiben sein. Aber was machen wir damit? Nimm meine Glocke. Hallo, Allegria. Grazie per la brunzina. Qui es, ma brunzina da fortuna. O sa cerce in schlittra. E franca l'ander via mia brunzina. Mia brunzina tu sarà la via. Ah, schlittra. Okay, alles klar. Schlitten haben wir schon gefunden. Der war irgendwo da hinten. Also ich glaube neben dem Häuschen. Und dann können wir anscheinend doch mal eine kleine Runde rodeln. Das ist doch schön. Auch mal was Erfreuliches machen im Spiel. Nicht mal auf Toilette kann man in Ruhe gehen. Nichts ist möglich. So. Bremsen und beschleunigen. Sagst du mir den Weg noch? Achso, die Glocke guckt hin. Okay. Beschleunigen. Ach schön, endlich mal was Erfreuliches. Und jetzt machen wir hier einen Frontflip drüber. Nein, natürlich nicht.
Geradeaus oder rechts runter? Ich glaube rechts runter, ne? Rechts oder links Glocke? Ich glaube rechts. Hui. Was ist das? Ein Vergrabener. Moment, geht gleich weiter. Hier, das war er, der redet. Ja, mit was? Wir haben keine Schaufel. Mit Toilettenpapier. Auch nicht. Ich wüsste nicht mit was. Nee, wir haben leider nichts. Können mal mit der Mistgabel reinstechen. Hilft leider nicht. Aber die zeigt hierher, ne? Ja. Hm. Wo sind wir denn jetzt überhaupt gelandet? Vielleicht finden wir ja hier eine Schaufel drin. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Okay, was soll uns das wieder sagen? Das Bild haben wir schon gesehen. Wein im Keller. Ja. Nicht so aufschlussreich. Mehr haben wir hier oben nicht, dann schauen wir mal runter. Können wir Licht anmachen? Wieder ein Bild von Serpentini. Ich hoffe, wir haben den richtigen. Damit haben wir auch das wieder verbessert. Sehr gut. Kennen wir alles schon, aber mehr war hier leider auch nicht. Da unten. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Der Nebel ist zu dicht. Ich darf nicht runter. Ach, hier. Hier ist doch eine Schaufel. Habe ich nicht gesehen. Und auch wenn es irgendwie noch nicht viel nützt, ich baue die trotzdem auf. Einfach schon mal vorsichtshalber. Und vorsorglich natürlich. So. Dann buddeln wir dich mal aus. Nicht auf den Schlitten. Wollt ihn da rausholen? Ach gut, ich muss glaube ich mal ein kleines Stück weiter mit dem Schlitten. Kann auch berghoch rodeln, gar kein Problem. Wie geht's? Könnten wir tun, ja? Okay, er möchte Schnaps. Die Lösung für alles. Haben wir welche einstecken? Nee, ne? Leider nein. Aber wenn ich das Bild jetzt richtig deute, dann müsste ja oben auf dem Berg, da wo wir das Dings gesehen haben. Wo hat man das? Das stand jetzt im Tagebuch. Moment, hier war's.
mit dem Bild. Da unten müsste die Flasche Schnaps sein. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder da hoch? Einerseits hat sich ja auch das jetzt hier alles noch offenbart. Eventuell ist gar nicht das Ding gemeint, sondern hier oben was. Wir laufen jetzt erstmal hier lang. Vielleicht findet sich ja dort was. Ach, natürlich. Gut, dann doch nicht. Ist das Schnaps? Anscheinend, er ist leider schon leer. Verdammt, und war auch nur Wein. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Ding wieder hochrudeln können. Zeigt die Glocke noch was an? Nee, ich glaube, die ist still. Aber so wirklich viel mit hochrudeln. Naja, es funktioniert. Ist nicht schnell, aber es geht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier vorne... Es sieht so aus, dass wir hier hochkommen. Ja, ich glaube, wir sind fast schneller, wenn wir laufen, ne? So, hier haben wir einen Aussichtspunkt. Und was haben wir noch? Ah. Wenn das mal kein Hinweis ist. Dann weiß ich auch nicht. Hä? Wollen wir den nicht erschießen? Ach du Scheiße. Ja, irgendwas ist richtig doof gerade. Entweder können wir nicht durch die Holzdinger schießen. Oh oh. Ah, er friert uns ein. Wir müssen Rucksack aufladen. Hier kommen Lawinen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist er? Da ist er. Nein, nicht getroffen. Ist aber auch schwer, so wie der zittert, der Junge hier. Ach du Scheiße. Einige Gegner können nicht mit dem Gewehr verletzt werden. Oh, 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 shit. Ja, soll das jetzt ein Hinweis sein, dass wir gar keine Chance haben gegen den, oder? Rodel los. Gut, der kann nicht mehr rodeln, warum auch immer. Lauf. Was machen wir denn gegen den? Dann können wir den vielleicht... Na super. Ich hier hochlaufe. Nein. Shit. Also entweder können wir ihn nur umrennen. Und dafür sind die Schneemänner da. Ist er noch da? Er läuft wieder hoch. Ja, Mist. Den können wir leider nicht erschießen. Weiß noch nicht genau, was wir mit ihm machen. Entweder habe ich einen Schneemann übersehen. Wahnsinn, hat der laute Schritte. Gut, wir könnten erstmal hier oben lang. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Also hier ist auf jeden Fall kein Schneemann. Hier wäre einer. Ist hier auch von... Nee, hier ist die richtige Seite. Hier müsste man reinkommen. Nee, doch nicht. Mist. Ich hab's verstanden. Das heißt, wir müssen den Typen irgendwie hier hochlocken. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Sodass er dann hier gegen den Schneemann kämpft und wir schnell in die Hütte können. War nicht so cool. Ich bin mal gespannt, wie wir den am besten besiegen.
Und das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Morgen 12 Uhr, wie gewohnt, geht's dann weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut!